Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Terminausblick. Wir schauen gemeinsam auf die wichtigsten Termine im Kalender für Börsianer am morgigen Freitag. Das ist der 29. Mai. Und es geht gleich los in der Nacht mit neuesten Konjunkturdaten aus Japan. Wir bekommen die Zahlen zur Industrieproduktion für den abgelaufenen Monat April. Wahrscheinlich werden wir eine gewisse Verbesserung dort gesehen haben. Volkswirte rechnen hier mit einem Plus zum Vormonat von rund 1%. Um 8 Uhr gibt es dann Konjunkturdaten aus heimischem Land, nämlich die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland für den Monat April. Auch hier wird mit einem leichten Plus von rund 1% zum Vormonat gerechnet. Um 10 Uhr dann neueste Zahlen aus dem Hause der EZB für die Geldmengenentwicklung in der Eurozone für den Monat April. Die Geldmenge M3 wird veröffentlicht und damit auch die Zahlen zur jüngsten Kreditvergabe. Schauen wir mal, ob das viele billige Geld irgendwie den Kreislauf findet in Richtung Kreditkanal. Zur gleichen Zeit, 10 Uhr, lädt Fraport, also der Flughafenbetreiber aus Frankfurt, seine Aktionäre zum Aktionärsmeeting, also zur Hauptversammlung ein. Um 12.45 Uhr geht der Blick dann einmal mehr nach Dresden. Dort findet ja seit gestern das G7-Treffen der Finanzminister und der Notenbanker statt. Um 12.45 Uhr dann gemeinsame Pressekonferenz von Bundesbankpräsident Weidmann und Bundesfinanzminister Schäuble. Klammer auf, Klammer zu, sicherlich wird auch Griechenland dann wieder ein Thema sein, zumindest bei den Fragen der Kollegen. Um 14.30 Uhr dann die zweite Veröffentlichung der Zahlen zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in den USA. Ja, Wachstum ist so eine Sache. Die meisten Experten rechnen hier mit einem Rückgang. Das war einmal mehr ein schwaches Auftaktquartal, ähnlich wie im letzten Jahr. Die erste Veröffentlichung zeigte noch ein kleines Plus von 0,2%. Morgen geht wohl dann der Fall nach unten. Im Konsens wird mit einem Rückgang von rund 1% gerechnet werden. Morgen um 14:30 sind wir dann schlauer. Und um 15:45 Uhr, 15.45 Uhr gibt es den Chicago Einkaufsmanager-Index dann schon für den Monat Mai. Und der sieht dann schon wieder deutlich besser aus. Klares Wachstumssignal. Über 50 wird er wahrscheinlich rauskommen bei 53,5. Soweit jedenfalls der Marktkonsens. Im Vormonat lag dieser Index bei 52,3. Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.